Hallo ihr Lieben, hier ist Steffen von Love in New York wieder und ich melde mich mit dem allerneuesten Update, ja, um euch wieder den neuesten Stand zu bringen, was so los ist. Und es ist wieder eine ganze Menge oder auf der anderen Seite ist auch irgendwie nichts los. Denn ab morgen, ab Dienstag, das wurde verkündet, werden auch die Restaurants und die Bars geschlossen werden, um die Verbreitung vom Virus einfach einzudämmen. Also als Vorsichtsmaßnahme greift jetzt sozusagen die nächste Stufe. Ja, und New York ist jetzt ja sozusagen tatsächlich voll davon betroffen. Was könnt ihr aktuell machen, wenn ihr eure Reise noch nicht storniert habt? Wenn ihr dazu Hilfe braucht, haben wir natürlich alles wieder in dem Artikel unten drunter aktualisiert, den ich verlinke in der Beschreibung. Dort findet ihr alles. Wir haben auch jetzt zusätzliche Infos bekommen von Kayak. Wir haben zusätzliche Infos bekommen für Airbnb. Wie funktioniert das? Kann ich da auch verschieben? Alles das können wir euch da beantworten. Wir haben auch News vom Sightseeing Pass. Ganz viele von euch haben ja den Sightseeing Pass gekauft. Und wir haben die Info bekommen, dass auch über die 12 Monate hinweg dann persönlich oder individuell entschieden wird, ob er dann trotzdem noch eingelöst werden kann. Das heißt, da habt ihr auch ein klein wenig mehr Spielraum. Was soll ich noch weiter sagen? Das Leben an sich für den New Yorker, das habt ihr vielleicht an den Live-Berichten von Sabrina gesehen, geht einigermaßen normal weiter, wenn man so normal als das definiert, was jetzt gerade normal möglich ist. Nichtsdestotrotz sind natürlich auch viele Attraktionen jetzt geschlossen. The Edge ist geschlossen. Das Empire State Building ist immer noch offen. Das Top of the Rock ist geschlossen, Stand heute. Das One World Observatory auch. Die Fähren zur Freiheitsstatue, die fahren immer noch. Das heißt, ein paar Sachen werden noch, oder ein paar Sachen sind sozusagen vor Ort noch möglich. Und was halt nicht möglich ist, ist halt der Besuch der großen Museen und Veranstaltungen, weil ja da generell beschlossen wurde, dass nichts mehr gemacht werden soll, wo mehr als 500 Leute auf engstem Raum sind. Ich finde das auch eine richtige Vorsichtsmaßnahme, wenn man die Ausbreitung von Virus ein wenig eindämmen möchte. So schlimm das halt auch für euch auch ist, dass ihr eure Reise verschieben wolltet oder verschieben müsst, jetzt zwangsläufig dadurch, wollen wir doch noch jetzt ein bisschen für gute Laune sorgen. Wir arbeiten gerade an ein, zwei ganz spannenden Formaten, die ja dann noch zeigen sollen, welche tollen Destinationen wir hier so haben, für die unser Herz schlägt, sodass ihr seht, auch wenn jetzt nicht klar ist, ob im April die Reise beginnen kann, das ist immer Spaß macht, sich mit tollen Reisedestinationen auseinanderzusetzen. Sozusagen als gute Laune Popcorn-Offensive haben wir da so ein, zwei Sachen geplant. Da könnt ihr gespannt sein. Das kommt auch in Kürze. Also euch erwarten da ganz, ganz viele schöne Dinge von uns. Wir freuen uns da gerade drauf. Wir fangen gerade an, die hier zu produzieren, auch in New York zu produzieren. Also da seid wirklich gespannt. Ich persönlich freue mich da sehr drauf. Wir wollen damit auch ein bisschen gute Laune verbreiten und ja, auch zeigen, dass New York dann, halt wenn es nicht jetzt gerade ist, halt später eine fantastische Reisedestination ist. Da sind wir uns ja alle sicher. So ihr Lieben, also die alle, wenn ihr nach vielen Details noch sucht, die findet ihr auf unserem Artikel. Den haben wir heute Morgen wieder aktualisiert, wie gesagt, mit den neuesten Informationen. Schaut unbedingt vorbei. Wenn euch der Artikel gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter. Und ich verlinke auch noch die anderen beiden Videos, die Sabrina gemacht hat, als sie jetzt am Times Square unterwegs war. Und gestern war sie im Central Park unterwegs, sodass ihr auch ein paar Eindrücke sozusagen aus dem New Yorker Leben bekommt. Das Leben steht nicht still, es findet nur weniger halt sozusagen in dem kompletten öffentlichen touristischen Part statt. Ihr Lieben, haltet die Ohren steif, lasst euch nicht die gute Laune vertreiben oder zumindest vertreibt langsam mal die schlechte Laune. Wir wollen auch unseren Teil dazu beitragen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare unten drunter. Ich wünsche euch so oder so
eine hoffentlich leichtere Zeit, dass ihr euer Geld wieder bekommt, wenn ihr eure Reise stornieren musstet, egal wo es ist, wenn ein Anbieter noch dabei ist, den wir noch nicht persönlich kontaktiert hatten, schreibt es gerne in die Kommentare oder schreibt mir eine E-Mail an steffen@lovingnewyork.de und dann, ja, haltet die Ohren steif und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, euer Steffen von Loving New York.